Er war ja auch bei ihr auf dem Zimmer. Nein! Moment! Sie lügt! Du hast mir mal eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe so viel Scheiße gefressen, dann möchte ich auch ein bisschen was Positives ab. Das Beste aus dem Reality-TV ever. Ja, dann sag's mir ins Gesicht. Komm mal runter, sei jetzt! Doch nicht so hoch! Halt die Fresse! Wer bist du, du asoziale Und Antonia ist ja wehleidig. Wenn alle so wären wie du, wir wären alle am Arsch. Eine bessere Folge im Reality-TV haben wir hier noch nicht besprochen. Willkommen zum Promi-Büßen Folge 1. Asoziales Stück, Alter. Weil halt auch kein Sport mehr macht. Von was soll es denn straff werden? Ich spann auf dich! Wer den Teufel herausbeschwört, kriegt ihn auch zu Gesicht. Ich weiß nicht, was daran frauenfeindlich sein soll. Ein verlogenes Dreckstück. Das ist kein Wetter, das ist ein Kampf. Dann rede mit Respekt vor mir, verdammte Scheiße. Ich werde dich ficken! Das große Promi-Büßen. Der einzigen Show, die die schlimmsten Promis mit ihren Verfehlungen konfrontiert. Allein diese Ausschnitte aus der Hölle noch mal ganz kurz zu sehen, wow. Also, es wird krass. Die Teilnehmerliste ist natürlich wirklich unfassbar. Und allein für Mike Sies, Lisha, Erik Sindermann und Bauer Patrick hat ProSieben tatsächlich einen Priester engagiert. Der muss natürlich jeden Morgen das Set segnen und mit Weihwasser besprühen. Unsere Promis erwartet im Büßercamp eine Zeit voller Entbehrung. Manchmal muss man Schmutzwäsche waschen. Ja, eigentlich die Bremsspuren raus aus der Boxershorts. Ah, nein! Was hast du für ein Problem? Ihr haut ihr gleich eine rein. Wir reden gerade gar nicht über dich. Bist was du eigentlich? Du hier ist ein Irrenhaus. In der Runde der Schande haben die büßenden Promis einmalig die Chance, sich öffentlich ihren Verfehlungen zu stellen. Kontrollfreak. Nein, bin ich nicht. Weiß ich auch nicht, warum man jetzt hier so ein Riesenfass aufmachen müsste. Was stimmt da bei dir nicht? Das ist aber auch eine Nase, die man echt gut brechen könnte. Solche Sätze hört man sonst tatsächlich ja nur auf dem Sommerfest der Jungen Union, wenn jemand kein Friedrich-Merz-Poster an der Wand hängen hat. Wahrscheinlich habt ihr es eh schon erkannt, Mario Basler hat in diesem Jahr also offensichtlich die Stimme aus dem Off übernommen. Ja, wobei es könnte natürlich auch einfach Calvin Kleinen nach einem dreitägigen Partymarathon sein. Bevor es losgeht, haben die Promis die Möglichkeit, sich Ausstattung fürs Camp zu erspielen. Mein Name ist Dani Büchner. Ich war im Dschungel die größte Nervensäge. Genau das. Ihr wisst doch, wie das ist. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich jetzt nicht genau, was er mir vorwirft. Aber wenn ich richtig, richtig ehrlich bin, würde ich sagen, dass ich wirklich sehr eine Zicke bin, mich oft im Ton vergriffen habe. Wähle dafür jetzt eine Annehmlichkeit aus. Ich glaube schon, man sollte auf Betten schlafen. Wir können ja nicht auf dem Boden schlafen. Steff und Dani hatten eine gemeinsame Geschäftsidee. Seitdem ist Funkstille. Irgendwie ist es total merkwürdig, dass Dani hier so ja, entspannt in diesem Interview sitzt. Ich hätte schwören können, sie fängt direkt vorher, wenn sie eine Kirche betritt. Es gibt das Gerücht, Dani wollte sich extra in den Vertrag schreiben lassen, dass niemand hier mit in die Sendung kommt, mit dem sie schon mal Streit hatte. Damit wäre Dani aber hier tatsächlich die einzige Kandidatin. Wäre aber eigentlich auch nicht so schlimm gewesen. Allein mit ihr kann man 3 Staffeln füllen. Mein Name ist Stefan Jäkel. Heutzutage, finde ich, wird das eh immer extremer. Teilweise kommt mir es vor wie eine männerfeindliche Welt geworden. Ich war wirklich schockiert. Ich glaube, man hat mir das auch in meinem Gesicht angesehen. Ich habe wirklich gedacht, nein. Guten Tag, Frau Büchner. Guten Tag, so sieht man sich wieder. Guten Tag, das tut gar nicht weh. Das tut wirklich nicht weh. Nee, wenn man sich entschuldigt, tut das auch nicht weh. Du, das tut wirklich nicht weh. Es fing vor einigen Jahren an, nach dem Tod von Jens. Er hat mich oft öffentlich kritisiert. Anstand nennt man das, Anstand. So, das war mein letzter Versuch. Arroganter Vogel. Okay. Du, ich bin hier, um zu spielen und nicht zu streiten. Das ist ja eine Straftat. Verstehst du das? Ach so, dann sollte man die Hand geben, aus Anstand. Aber ich möchte das nicht. Du hattest auch keinen Anstand, mich öffentlich bloßzustellen. Leute, ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich pack's nicht. Aber allein dieses Bild hier, ohne Scheiß, da saß doch die Redaktion im Hintergrund so. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Aber Freunde, so langsam schließt sich auch der Kreis. Jetzt wissen wir immerhin auch, was die Frisur und der, sagen wir einfach mal, spezielle Kleidungsstil von unserem Steff hier, ja, was es damit auf sich hat. Es liegt verrückterweise gar nicht daran, dass er einfach keinen Geschmack hat. Er tarnt sich einfach wirklich nur als kleiner Junge, damit er in dieser schrecklichen, männerfeindlichen Welt nicht diskriminiert wird. Das ist echt ein Rattop. Alle Zahnbürsten. Ihr könnt nur um eine der beiden Annehmlichkeiten spielen. Dafür muss einer von euch einen Bungee-Sprung aus 70 Metern Höhe ins Camp machen. Zahnbürsten sind doch wichtiger als Scheißbetten. Ich bin nett und freundlich, aber ansonsten meide ich ihn, weil ich wirklich Angst habe vor einer Eskalation. Oh, fuck. Wie fuck? Oh ja, fuck. Aber hey, das ist Erbsensuppe. Gott. Ja,
Das ist wieder und keine Betten. Also ich will mich ja eigentlich gar nicht so direkt hier als großer Fan dieser Sendung outen, aber ganz ehrlich, normalerweise sind diese Willkommens-Challenges alle immer so ein bisschen low, aber das hier, das finde ich tatsächlich richtig krass. Zahnbürsten sind wichtiger als Betten, entscheidet Dani. Ja, Dani, musst du dir aber eigentlich keine Sorgen machen, so schnell entsteht dir kein Karies. Bei dem hochtoxischen Gelaber, was hier garantiert noch kommt, werden sämtliche Bakterien im Mund abgetötet. Gott! Unter Typen wie dir haben Frauen auf der ganzen Welt zu leiden. Wenigstens gutes Wetter. Ja, wie lange dauert das jetzt hier noch? Na dann. Der Teufel trägt Prada. Oder ist das Gucci? Das ist immer eine richtig gute Stimmung. Also hier zwischen Dani und dem Steff herrscht eine ähnlich gute Luft, wie bei Island, wenn mal wieder irgendein Vulkan ausgebrochen ist. Leute, nach dieser hochproblematischen Sommerhausstaffel, das tut so, so gut. Wie verloren beide hier einfach dastehen und sich einfach nichts zu sagen haben. Ist so ein bisschen wie Peter Klein auf dem Familienfest der Katzenbergers. Kein Scheiß. Das werden wir nachher noch eindrucksvoll sehen. Ich habe ein bisschen Wammel hier drin. Mein Name ist Mike Sies. Man kennt mich aus Sommerhaus der Stars. Ein Schandfleck in einer sehr guten Laufbahn. Dann geh doch! Heul nicht da drin aus! Nachdem ich wirklich sehr, sehr hart an mir gearbeitet habe und ich finde, in meinen Augen resozialisiert bin, darf die Gesellschaft mich auch wieder aufnehmen, weil jemand, der am Boden liegt, den kann jeder treten. Die Nächste. Ich bin beim Promi-Büßen, weil ich bei Temptation Island ein bisschen ausgerastet bin. Bei Prominent getrennt auch. Ich hab's gesagt, weil du keinen verdammten Job machen wolltest. In dem Shampoo. Mike, entscheidet ihr euch für alle Koffer, musst du springen. Das ist ja mein ganz besonderer Freund, der Mike Sies. War also nur so ein kleiner Schandfleck in einer sonst erfolgreichen Karriere. Also für mich klingt das ja eher nach einer guten Zusammenfassung von Michelles Ehe mit Mike direkt nach dem Sommerhaus, aber was weiß ich schon. Geben wir ihm halt nochmal eine Chance. Ne? Der Mike hat an sich gearbeitet, heißt, er hat einfach so lange zum Beispiel mich bedroht, verlinke ich euch hier nochmal das Video, in der Hoffnung, dass die Leute einfach irgendwann aufhören, ihn zu kritisieren. Auf gar keinen Fall, mein Lieber. Komm, mach keinen Scheiß. Ne? Louis, Sakko und Hemd. Der hat sie nicht mehr alle. Wie nett, dass er winkt, obwohl er mal gesagt hat, so, euch wünsche ich kein Kind zusammen. Ist wirklich wahr. Du hast Michelle und auch keine andere Frau so zu behandeln. Ich kann das nicht so einfach vergessen. Es fühlt sich so an, wie wenn dir jemand ein komplettes Messer in dein Gefühl, nicht nur in dein Herz, in dein Gefühl, in deine Familie treibt. Lieber KDS. Wir fangen bei null an, ne? Ich war sauer auf einen Spruch, aber da scheiß drauf. Wenn du auf einen Spruch, dann muss ich auf eine Million sprechen. Und genau hier sieht man, wie Kommunikation einfach nicht funktioniert. Wenn einer was sagt, direkt nochmal nachtreten, Wahnsinn. Das muss man sich auch mal vorstellen. Mike und Steph streiten einfach direkt darüber, wer der größere Intrigant ist. Eine beiden Lieblinge. Überhaupt keine Sorge, das ist so, als würden Gloria und Lisha darüber diskutieren, wer beim Schreien einen stärkeren Tinnitus verursacht. So viel tut sich da jetzt auch nicht. Viele Leute können mich nicht leiden, ich weiß, dass ich polarisiere. Ich kann auf alle Fälle nicht auf Klopapier verzichten. Hören Sie auf mit diesen Sachen. Mein Name ist Jürgen Trovato. Was andere Menschen über mich denken, ist mir im Grunde genommen egal. Komm, nehmen wir das Frühstück, okay? Ja. Frühstück oder Klopapier? Gut oder schlechter? Medium. Hallo. Während Erik angestrengt seine Tränen sucht, du musst pressen. Ich möchte Leuten schon aufzeigen, wie vielleicht noch der normale Erik Sinnermann tickt. Wo sind denn jetzt die Tränen? Du wirkst wie ein lächerlicher Zwerg. Ich weiß ja nicht genau, wie das jetzt mit dem Klo sauber machen ist, aber ich würde das freiwillig machen. Wir müssen mal ein bisschen jetzt hier an unsere Grenzen kommen. Ich frage mich, was da für eine Grenze ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt schon 2 Wochen Urlaub. So, Jürgen Trovato wird also auch mit seinen größten Sünden konfrontiert. Das wird total spannend, wie ProSieben es schaffen möchte, sämtliche Staffeln von Die Trovatos hier zu zeigen. Und natürlich auch, wie sie es schaffen wollen, dass Olivia nicht nach 10 Minuten vor lauter Fremdscham das Handtuch wirft und die Sendung verlässt. Ich weiß, dass ich polarisiere. Und da haben wir schon mal das erste Problem. Du glaubst, dass die Leute dich nicht leiden können, weil du polarisierst. Das ist tatsächlich gar nicht das Problem. Das hier, das ist das Problem, weil ganz viel von dem, was du zeigst, ist halt nicht echt. Diesen Heulkrampf hier hat Erik übrigens in der Matthias Mann Japaner Akademie im Kurs für tränenloses Weinen gelernt. Scheiße hier. Ich heiße Christine. Spuck dir mal in die Fresse, Mädchen. Halt dein Maul! Was ist das für ein Mensch? Sie macht alle fertig. Dabei werde ich fertig gemacht. Ob die lebendige Bildschlagzeile auch eine Warmduscherin ist? Nicht euer Ernst. Mein Name ist Yvonne Wölke. Peter und ich, wir waren in Australien, da war aber auch nichts.
Hast du recht gehabt, das kommen manchmal mit hohe Schuhe. Ey, geil! Juhu. Yvonne und ich kennen uns schon seit 13 Jahren. Ich mag ihn sehr gerne. Erstmal ist es mir schon fast eine Ehre, Yvonne Wölke kennenzulernen. So richtig durch. Aber war doch gut. Ja, wie man es nimmt, ne? Der Ruf ist ein bisschen ruiniert. Ich bin so auf Yvonne gespannt, weil man erlebt sie eigentlich tatsächlich fast nie in der Interaktion, sondern immer nur über irgendwelche Insta-Stories. Jetzt hier im Gespräch mit den anderen, ich glaube, das könnte richtig gut werden. Wenn du so berühmt-berüchtigt bist, dass selbst personifizierte Promiflash-Artikel dich als Skandalbraut anerkennen, wir erhoffen uns alle von Yvonne das, was ihr Outfit verspricht, dass sie alles auspackt. Yvonne Wölke aus Nichts war sie da und hat einfach wochenlang die Schlagzeilen, vor allem auch in der Bild, dominiert. Und das Ganze mit nur einer angeblichen Affäre mit einem Kerl. Dani Büchner fühlt sich entsprechend mit dem Einzug von Yvonne so, als hätte sie den heiligen Gral gefunden. Ich bin Leo Mascher, bin bekannt geworden auf YouTube. Ich spiele nur nicht Spiegel. Ich bin Lisha und ich bin eigentlich YouTuberin. Man kennt mich aber auch aus dem Sommerhaus. Du hast mir gar nichts zu sagen. Halt deine Fresse, sage ich. Wenn man mich persönlich nicht kennt, dann hält man mich für sehr kalt, aggressiv und asozial. Besteck oder Spiegel? Was willst du gerne? Ein Spiegel. Schatz! Musstest du, Schatz? Nee, deswegen haben wir auch keine Betten. Ich persönlich schlafe auch auf dem Boden, aber dafür sind meine Zähne sauber und mein Mund riecht gut. Ich find's lustig, scheiß drauf. Ich find's total krass, wie sich Lisha verändert hat. Und ich habe auch gelesen, dass sie richtig viel Sport macht, aber ich muss erst mal zweimal hingucken. So, also was hat sie gesagt? Kalt, aggressiv und asozial. Also, das hat Lisha auf jeden Fall sehr, sehr drastisch ausgedrückt. So kalt wirkt sie doch gar nicht. Ich kenne ja all die Skandale aus den Sendungen, haben wir ja hier alle begleitet. Es fühlt sich gerade fast wie so ein Klassentreffen an. Die haben damals richtig Scheiße gebaut, vergessen hat man es nicht, aber irgendwie ist so ein bisschen Abstand dazwischen und genau das finde ich jetzt total spannend. Mein Name ist Patrick Roman, der Bösewicht von Bocholt. Ja, spuck ich drauf. Ekelhaft. Schatz, geh mal Zähne putzen, stehen. Also ich glaube, der Zuschauer hat so das Gefühl, ich bin der größte Hurensohn. Einige Annehmlichkeiten haben sie sich nicht erspielt. Das ist doch deine Frau. Wenn alle so wären wie du, Patrick, wir wären alle am Arsch. Wenn eine Show so beginnt, was soll da noch kommen? Es reicht jetzt, Steffen, halt die Fresse und sag mir... Halt du deine dumme Fresse, du asoziale... Halt, Maul! Abstand! Wenn du mich anfällst, wird schon wieder handgreiflich. Mädels, kannst du eine Tonne klappen. Schweinehaufen, Alter. Ich finde, das Ganze hier hat was von der Mannschaftswahl vor dem Völkerball. Der schlimme Anfang von etwas noch sehr, sehr, sehr viel Schlimmerem. Einmal kurz durchatmen und direkt schon ein Abo mit Glocke dalassen, damit ihr das nicht verpasst. Die Staffel wird legendär und ein Shirt gibt's ja auch noch. Dazu später mehr und wir machen direkt weiter. Da sind ja schon voll die Pissflecken drin, Mann. Ey, ich kann doch nicht mal pinkeln, wenn Lou vor meiner Tür steht. Ladies and Gentlemen, bitteschön. Ja, toll. Nur Erbsensuppe und ein Stück Seife für alle. Kannst du gut drehen? Klar. Einfach das Nötigste irgendwie da. Also bis jetzt habe ich da noch nicht mal Essen gesehen. Wo ist denn der Film? Wir haben kein Besteck, Mann! Ich persönlich habe lieber einen Spiegel, bevor ich Besteck habe. Was ist da? Ananas drin? Erbsen ist das. Aber das? Ananas. Erbsen, Kartoffeln. Boah, ich bin ja sowieso so nörgelig. Nee, ich hasse Erbsen. Muss man davon nicht pupsen? Schon. Oh ja, eine fiese Pampe mit irgendwie so fiesen Bröckelchen drin. Bauer Patrick und Mike, sie sind natürlich sofort losgerannt, um ihre Frauen zu suchen, um ihnen die Schulter dran zu geben. Ey, aber wir haben genug Klopapier. Nice. Das sind die Regeln. Rassistische, sexistische, faschistische sowie homophobe Äußerungen und Handlungen sind zu unterlassen. Homophobe Handlungen. Mein Arsch bleibt Jungfrau, Leon. Passt. Bestrafungen dürfen nicht getauscht oder abgegeben werden. The Regals are the Regals, ne? Kennt man ja den Spruch. Wir sind ja hier keine Sprachpolizei. Nee, ich bin angehende Pädagogin. Hast du nur mit Kindern zu tun, ne? Mit schwerziehbaren Jugendlichen. Also so genau so wie ich. Ich bin ein Vorbild für die Jugend. Alter, wer bist du eigentlich? Schrei doch nicht! Die Regeln werden erklärt und Beleidigungen sind nicht drin. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Wie sollen die sich bitte denn hier alle verständigen, ohne eine Person oder auch eine ganze Gruppe dabei schlecht zu machen? Also Christine ist Sozialpädagogin für schwer erziehbare Jugendliche. Aha, was bitte kommt als nächstes? Lisha ist eigentlich eine Zen-Buddhistin oder Erik ist ein erfolgreicher Modemacher? Patrick. Ja, glaube ich. Okay. Ach so, man darf ja nicht mehr pfeifen. Christine, wir wollten nochmal betonen, wir haben nicht auf deinen Arsch geguckt oder irgendwas. Pfeifen ist Cat-Talking. Hey, Colin heißt ja nicht nur pfeifen, sondern auch ey Häschen oder ey Püppchen. Kannst du auch langsam echt übertreiben. Das ist schon ein Kompliment so. Nein. In Köln pfeifen wir immer die Bauarbeiter hinterher. Pass auf, ja. Es wird immer schlimmer, es wird auch immer blöder. Das ist das Schöne auf dem Dorf, da stehen die Leute auch noch drüber.
Reality wird ja auch immer schwieriger. Okay, jetzt muss man schon aufpassen, was man sagt. Ja, dass man mal vielleicht ein bisschen einen sexistischen Spruch bringt. Ja, und da geht auch die Welt nicht unter. Patrick, dich erwartet heute deine Runde der Schande. Patrick hat ja wirklich eine sehr gute Lösung gefunden auf dem Dorf. Ne, da gibt es noch anständige Weibchen, die das alles mit sich machen lassen. Die stehen zwar 24-7 auf der Weide und essen Gras, aber immerhin widersprechen sie ihm nicht. Und dieser Bauarbeitervergleich ist in etwa genauso passend gewählt wie die Botox-Menge von Steff. Das prinzipielle Ding ist ja, er hat einen Punkt damit, dass wirklich ganz viele in der Gesellschaft das Gefühl haben, ich kann nicht mehr alles sagen, weil dann habe ich direkt einen Shitstorm an der Backe. Ich selber komme ja eher aus einer eher ländlichen Gegend und ja, auch da geht es wirklich ein bisschen anders zu. Aber lieber Patrick, bei manchen Punkten ist es halt auch einfach gut, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Was? Wollt ihr mich verarschen? Oh nö, ich habe überhaupt keinen Bock. Yvonne. Auch dich erwartet heute deine Runde der Schande. So, dann zieh ich mich mal sexy an, würde ich sagen, ne? Jo! Warum denn ich? Weißt du schon, was du büßt oder büßen musst? Ja, ich denke mal, das Thema. Und dann ist es auserzählt. Ja, ihr beherrscht die Presse seit Januar, alle drei. Ne? Ich finde es jetzt langsam unangenehm, also weil sie hört ja nicht auf, ne? Sie hat mich als Mehlgesicht bezeichnet. Vollkorn, Dinkel oder normal? Das ist natürlich auch spannend. Yvonne findet dieses ganze Theater mit Peter, Iris und ihr so unangenehm, dass sie sich im Hintergrund einfach direkt mal noch für weitere Shows beworben hat, die sie dann zusammen mit dem Peter machen kann. Das Dauerthema rund um die Katzenbergers und Yvonne reißt einfach nicht ab. Und mit diesen hunderten Insta-Statements von allen Seiten ist es tatsächlich einfach wie Mücken im November. Wenn du denkst, ey, endlich ist Ruhe, kommt plötzlich doch wieder irgendwas in Erscheinung. Aber die sauer, ne? Die sauer, Alter. Ja, aber warum muss man es denn in der Öffentlichkeit machen? Mal ganz ehrlich. Weil man dadurch Geld verdient. Ich war eifersüchtig, weil wir ein Interview zusammengegeben haben. Ey, ihr wart mehr Thema als alle Kandidaten, die beim Dschungelcamp drin. Weil muss man mal wirklich ganz klar sagen, habt ihr wirklich was gehabt oder nicht? Oder seid ihr zusammen? Keiner von denen glaubt mir. Ich habe das nie verfolgt, weil ich das so dumm fand. Ja. Das ist alles so widersprüchlich. Und ich frage mich, wenn sie sich so sicher ist, dass da nichts war, warum sie überhaupt hierher gekommen ist. Naja, also Iris hat das ja nicht nur deswegen öffentlich ausgetragen, weil sie damit mehr Follower und damit auch mehr Kohle bekommt. Nee, sondern vor allen Dingen deswegen, dass sie endlich mal diese ganzen Kalendersprüche, die sie seit Jahren gesammelt hat, mal auf Insta posten kann. Ey, und liebe Yvonne, von Lisha das Gütesiegel dumm zu bekommen, das ist so wie wenn Leon Mascher deine YouTube-Videos daneben findet. Es ist wirklich ein großes Alarmsignal. Niemand mag es, ja, damit konfrontiert zu werden. Patrick, es ist Zeit. Deutschlands Vorzeigelandwirt Nummer 1. Wir wissen doch alle, warum du hier bist. Mein Verhalten vor allem gegenüber meiner ehemaligen Partnerin. Das war jetzt die Kurzform. Wir können das alles noch mal ganz in Ruhe aufarbeiten. Ach, scheiße. Ja. Muss sowas sein? Na, den Patrick hier nochmal zu sehen mit seinem desaströsen Umgang mit Antonia, das ist nicht schön. Du winkst ja auch nicht jedes Mal den Müll zum Abschied nach, wenn die Müllabfuhr kommt. Das geht direkt mit der ersten Runde der Schande los. Ist das Herzstück der Sendung und wie ich finde, eine der besten Erfindungen im Reality-TV seit Jahren. Und Olivia, Queen. Dann hat sie gesagt, wenn ich hier rauskomme, dann muss ich erstmal alles fett absen. Wenn man halt auch keinen Sport mehr macht, von was soll es denn straff werden? Antonia habe ich halt kennengelernt mit Haaren bis da und jetzt sind die halt plötzlich da. Aber das ist wie wenn du so einen alten Golf halt tunst, okay, dann kaufst du den, plötzlich baust du den Tuning ab und sagst dann, ja, super Auto. Ja, was soll ich sagen so? Bin natürlich auch manchmal ein bisschen frech. Ey, mein Puls. Also, der Patrick weiß gar nicht, was so schlimm daran ist, wie er damals mit Antonia gesprochen hat. Ja, so redet er ja auch immer mit seinen Bauernhoftieren und da hat sich ja auch noch ganz beschwert. Du vergleichst sie mit dem Auto, grapschst sie einfach an. Was meinst du, wie hat sich Antonia in dem Moment gefühlt? Sie war sicher traurig. Fällt dir noch was ein? Ja, ist vielleicht auch geschämt. Ohne Rücksicht auf Verluste plauderst du Intimitäten aus. Ob sich Antonia Fett absaugen lassen will oder nicht, das geht niemandem etwas an. Ich wollte sie nicht bloßstellen. Das ist doch deine Frau. Ganz ehrlich, Patrick. What? Ich habe tatsächlich so ein kleines bisschen Schiss, dass das hier eine absolute Vollkatastrophe wird. Irgendwie hält er sich doch für einen sehr, sehr coolen Typen, trotz all dem, was wir gerade gesehen haben. Das musst du erstmal hinkriegen. Sich mitten im Tsunami der Scheiße über den frischen Wind freuen. Gucken wir mal weiter, aber... Pff.
Wie kann man so blöd sein? Man kann hier nur gewinnen, wenn man auch mal sich zwingt. Aber Schatz. Ich habe das Gefühl, du hast dich in deinem Leben noch nie gezwungen für irgendwas. Ich kann halt nichts. Du bist perfekt, ich bin scheiße, okay? Und so ist es halt, seitdem wir zusammen sind. Und das zeigst du mir halt auch immer. Puh. Ich will halt auch einen Partner, auf den ich mich halt auch mal einfach auch mal anlehnen kann. Als würde die ganze Last immer auf mir sitzen. Geht's bei Partnerschaft nicht auch um Respekt? Respekt voreinander. Und wie respektvoll warst du? In dem Fall gar nicht. Es löst in mir tatsächlich ganz komische Gefühle aus, wenn ich diese Bilder nochmal sehe. Ich weiß gar nicht, ist es verstörend oder ja, vielleicht erschreckend? Also ich finde es total erschreckend, dass er hier sitzt und sich nicht einfach direkt aufrichtig entschuldigt. Jetzt ist auch klar, warum Patrick als erstes zum Büßen musste. Er bereut das Ganze offensichtlich genauso wie Michaela Schäfer ihre Beauty-OPs. Nämlich gar nicht. Puh. Die deutsche Plastikkronenindustrie, wenn Erik Sindermann das Land verlässt. Antonia ist ja teilweise, sag ich mal, auch ein sehr wehleidiger Mensch gewesen. Man lebt auch eine Beziehung, wenn man sich gegenseitig neckt. Das war noch nicht alles. Oh. Scheiße. Schatz, geh mal Zähne putzen, steh ich. Das Problem ist, es sollte halt auch von dir was kommen, ne? Oh mein Schatz, wenn du jetzt nicht irgendwann mal hier deinen Arsch hochfängst. Das tut mir doch leid. Achtung, siehst du, jetzt bist du wieder überfordert. Dann kann man plötzlich nicht mehr mit dir reden. Ja. Irgendwann reicht das einfach nicht mehr aus zu sagen, er ist halt so. Er grinst bei den Bildern, versucht sein Verhalten irgendwie zu rechtfertigen und ja, er gibt auch noch Antonia die Schuld. Diese Bilder mit Antonia als menschliche Trittleiter. Die hat er gerade gesagt, wenn jemand die ganze Zeit weint, dann muss man das irgendwann einfach nicht mehr ernst nehmen. Dem maskulinen Mann Alex ist gerade vor lauter Rührung das Granola aus seinem Proteinshake gefallen. Was bedeuten Tränen für dich? Trauer. Tränen sind ein Stoppschild. Du hast weitergemacht. Wenn jemand halt nur noch weint, dann... Schnauze! Was stimmt da bei dir nicht? Ich sehe da jemanden, der seine Freundin wie Dreck behandelt. Wie du von Ehrgeiz zerfressen auf ihrem Rücken stehst, da spricht Benny. Kein Scheiß, ich wünschte, ihr könntet das sehen. Gänsehaut. Wichtig finde ich auch fürs Gesamtbild. Antonia hat damals ja direkt danach gesagt, es war ihre Idee, das so zu machen. Also sie war irgendwie zu aufgeregt und deswegen hat sie gesagt, komm Patrick, steig doch irgendwie hier auf meinen Rücken, damit wir das hier hinbekommen. Das hat RTL damals nicht gezeigt, gehört aber auch zur Wahrheit. Und das ist natürlich klar, dass RTL sowas rausschneidet, weil sie dann ein gewisses Bild zeichnen wollen. Das ist sicherlich auch nicht gut. Der Punkt ist aber, genau wie Olivia sagt, das muss man trotzdem nicht machen. Viel zu viele Menschen auf der Welt glauben an das Recht des Stärkeren. Stärke ist auch Verantwortung für Schwächere. Wenn alle so wären wie du, Patrick, wir wären alle am Arsch. Wenn du schwach wirst, und ich hoffe wirklich vom Herzen, du hast dann keinen an deiner Seite, der so ist wie du. Und damit du wenigstens ein bisschen verstehst, wie es ist, wenn man nicht mehr der starke Mann ist, bekommst du von mir ein Hand. Die Cap? Oftmals bereue ich nicht mal das, was ich da jetzt unbedingt gesagt habe, klar. Aber ich bin da so extrem verbissen in dem Moment gewesen. Ich muss einfach akzeptieren, dass es halt Menschen gibt, die halt nicht das so abrufen können, sage ich jetzt einfach. Ich will ihm ja auch glauben, dass er diese Worte am Ende eher positiv gemeint hat. Aber genau das ist der Punkt. Es fehlt an Feingefühl und auch an Reflexion. Das, was du gerade gesagt hast, ist überhaupt nicht Kern des Problems. Ja, natürlich, ne, das ist sein Fehler. Er ist ehrgeiziger als andere. Meine Güte, Patrick ist echt so erkenntnisresistent. Dagegen ist exklusiv Weekend ein wissenschaftliches Doktorandenfernsehen rund um die Forschung in der plastischen Chirurgie. Patrick! Ich hätte mir da schon ein bisschen mehr Reflexion gewünscht. Und die hat sehr darunter gelitten und ich weiß, was es heißt, zu leiden. Okay. Wo waren die Tränen, Menschen? Die Bauern sind leider so ein bisschen stumpf in der Hinsicht und grob und meinen es eigentlich fast gar nicht so. Oh, also wenn mein Mann mich so behandeln würde, oh mein Gott. Du warst echt teilweise ein Arsch, richtig? Ja. Ne? Patrick hat momentan auch für jegliches Verhalten eine Ausrede. Aber irgendwann muss das dann auch mal gut sein, ja? Dir sei auch mal vergeben. Ja, Patrick, und stell dir mal vor, das machen wir auch. Immer dann, wenn jemand checkt, worum es geht und nicht so tut, als wäre das alles gar nicht so schlimm und als wäre nur tatsächlich der Ehrgeiz von anderen das große Problem. Das gibt's doch alles nicht. Damit ist es tatsächlich amtlich, das Büßen von Bauer Patrick war genauso erfolgreich und vor allem auch nachhaltig wie die Beziehung von Oliver Pocher und Amira. Also wollt jetzt echt beim Schlafen den Ofen anmachen? Hier frieren ja mehrere. Ja, aber dann legt euch doch dann zum Ofen, ey. Oh, das ist jetzt schon alles vollgequallt. Aber jetzt geht doch gerade in dem Moment keiner schlafen. Ich möchte aber nicht in so einem komischen CO2-Stickstoff schlafen. Ich habe keinen Bock, direkt am ersten Abend auszuflippen.
Das tut wirklich ganz, ganz doll weh. Das ist wieder unnötig Drama für nix. Feierabend langsam. Gar keinen Bock, dass ich hier ausrasten werde, weil irgend so eine kleine Göre der Meinung ist, sie kann hier irgendwelche Ansagen und interessiert mich nicht, Alter. In so einem bestimmenden Ton, als wäre sie unsere Mutter. Wenn sie jetzt schon wegen der ganzen Dämpfe hier aus dem Ofen da nicht mehr drin schlafen möchte, das ist halt noch gar nichts. Im Gegensatz zu dem, was ihr noch blüht, bei den Dämpfen, die aus Jürgen Trovato nach den ganzen Liedern Erbsencremesuppe da rauskommen. Willst du wirklich wegen sowas streiten? Weil das nicht korrekt ist, so eine Hitze da anzuhaben und damit jetzt bald zu schlafen. Komm mal rein und guck es dir mal an, ob deine Hitze ist. Möchte ich nicht. Er hat ja gesagt, wir können ihn anmachen abends immer. Aber nicht zum Schlafen. Nein. Wir wollen es doch gar nicht zum Schlafen. Wir sind aber alle so. Warum sind wir alle nicht drin? Ich bin nicht die Einzige. Nicht, wir schreien. Ich bin aber nicht die Einzige. Reden. Du bist auch nicht respektvoll. Ich komme hier raus und sage, ich komme hier und frage, was los ist. Es ist die ganze Zeit Provokation. Da habe ich natürlich so ein paar provokante Anmerkungen gemacht. Sich lauthals darüber streiten, ob man beim Schlafen jetzt heizen möchte oder nicht. Exakt die gleiche Szene hat sich tatsächlich auch seit der Explosion der Energiepreise vergangenen Winter in sämtlichen Haushalten abgespielt. Also, dass die Elisha und auch Christine wirklich auf engstem Raum zusammengesteckt haben, das ist eigentlich purer Sadismus. Das ist so, als würde Ben Zucker ein Duett mit Cosimo singen. Freunde von Pro7, das sind zwei Dinge, die tatsächlich einfach zum Wohle der Allgemeinheit besser getrennt bleiben. Macht das denn Sinn, das hochzuhaben? Du kommst hier raus und sagst, ey Christine, was ist dein Problem? Alter, ey. Einfach drauf scheißen. Sie macht das ja, weil sie darauf wartet. Deswegen kackt drauf. Wer ist das? Ja, genau. Wer bist du? Ja, dann sag's mir ins Gesicht. Schatz, wir reden gerade gar nicht über dich, Alter. Komm mal runter jetzt. Wir reden über eine Temptation-Verführerin. Alter, ey, schrei doch nicht so rum. Es reicht jetzt, Steffen, halt die Fresse. Halt du deine Stimme, Fresse. Was bildest du dir ein? Was bildest du dir ein? Was bildest du dir ein, mit halt die Fresse, hä? Was? Lishas Zündschnur ist tatsächlich einfach genauso wie die bisherige Sendezeit von Jürgen Trovato. Praktisch nicht existent. Alle Achtung, die sind noch keine 12 Stunden hier und was sehen wir? Die haben wirklich alle Vorsätze, nicht mehr so aggressiv zu sein und die anderen nicht mehr so zu provozieren, schneller vergessen als Calvin Klein die Namen seiner One-Night-Stands am nächsten Morgen. Die Fresse, hä? Dann bist du nur asoziale Hey, hey, Alter, was ist los Bravo, mit dir? Bravo, ja, was sagst du halt die Fresse zu mir? Jetzt haben es alle gesehen. Dass er dann so austickt, das ist eigentlich aus juristischer Sicht nicht tragbar. Digga, das liegt alles daran, weil wir nicht schlüpfen, Alter. Ihr alle habt den Knall nicht gehört, Alter. Alle, Alter, Baller, Baller, Mann. Steff explodiert bei Lisha und beleidigt sie aus nichts unter der Gürtellinie. Also das hat Steff damit gemeint, als er sich darüber beschwert hatte, dass man heutzutage wirklich aufpassen muss, was man sagt. Wenn Dani Büchner die Augen schließt und wartet, bis das alles vorbei ist. Und wenn dann halt auch noch Leon, der mit der nachvollziehbarsten Aussage ist, dann ist das Ganze wie der Wendler in der DSDS-Jury. Ein Mahnmal vor dem Untergang. Mach dich mal sympathisch. Ich würde auf gar keinen Fall anfangen, aber die hat ja, aber der hat ja, aber... Weil selbst wenn du den Chatverlauf nimmst, ne? Ich meine, keiner hat mich gefragt, was mit mir passiert ist, dass sie den Chat verlassen. Aber das darfst du so nicht sagen. Yvonne, du musst dich deinen Verfehlungen stellen. Du scheinst ja dringend büßen zu wollen. Mhm. Dein Management hat bei uns schon ein paar Mal angerufen. Was? Peter Klein soll Iris Klein mit dir, Yvonne, betrogen haben. Peter hat die Iris nicht betrogen mit mir. Wenn du Iris jetzt was sagen könntest, was würdest du ihr sagen? Also, das hatte ich tatsächlich schon lange nicht mehr bei Reality TV. Ich bin richtig aufgeregt. Dem Management war es also wichtig, dass sie hier für ihre Sünden bestraft wird. Ich glaube, es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder hat das Management tatsächlich eine sehr, sehr große Chance gesehen, dass Yvonne hier einfach noch mehr Sendezeit generieren kann. Oder, und das fände ich tatsächlich noch viel schöner, das Management von Yvonne heißt Iris Klein. Und sie will einfach nur, dass sie hier leidet. Wird es natürlich ein bisschen schwer, weil sich natürlich ganz viel Unmut natürlich aufgebaut hat, auch von meiner Seite. Weil keiner hat sich mal gefragt, wie ich mich in der ganzen Sache gefühlt hat. Wer hat denn mal Yvonne gefragt, wie sie bei dieser überinszenierten Fake-Affäre überhaupt so ging? Da spricht nämlich mal wieder keiner davon, wie stressig das war. Es gab angeblich sogar Tage, da hat die Bild nur zweimal die Stunde angerufen. Absoluter Horror. Ob du es glaubst oder nicht, meine Damen und Herren, begrüßen Sie Iris Klein. Tada! Iris, mein Hallo, Hase. Lady. I don't glaub this. Ja. Du siehst super aus. Nein! Nein! Was? Live! Dass Iris Klein das macht, das war garantiert arschteuer. Völlig egal, was diese Staffel noch passiert. Ich könnte danach wirklich einfach aufhören und sagen,
Ich habe das Beste gesehen, was es im deutschen Reality-TV überhaupt gibt. Gerade Dani ist total geschockt, dass die Iris Klang jetzt hier zugeschaltet wird. Sie überlegt sich jetzt natürlich auch, oh Gott, kann es auch bei mir passieren, dass jemand zugeschaltet wird, mit dem ich Streit hatte? Das war tatsächlich auch geplant, aber man hat dann einfach gemerkt, dass Teams maximal 100 Leute parallel zulässt. Ich freue mich, dass du jetzt hier bei uns dabei bist. Das ist We Love to Entertain You. Damit bitte ringfrei. Sie braucht einen Exorzisten, denn ich bin ja in ihrem Kopf. Sie redet ja seit einem halben Jahr von nichts anderem außer von mir. Yvonne ist ja eine erfolglose Schauspielerin. Seit 20 Jahren versucht sie ja ins Fernsehen zu kommen. Hat sie ja jetzt erfolgreich geschafft. Das zweite Format durch mich. Sie hat 100.000 oder 150.000 Follower mehr durch mich. Und wie viel hast du, Follower, wie viel hast du dafür bekommen? Sie verdient auch durch uns Geld übrigens. Das ist das erste Mal, dass die beiden hier miteinander so sprechen. Da war der Skandal offensichtlich zu erträglich und keiner von denen hatte Bock auf eine richtige Lösung. Es ist natürlich eine richtig gute Idee, dass die beiden mal miteinander reden, aber bisher wirkt das tatsächlich eher wie eine Bewerbung von Iris für die nächste Staffel Promi-Büßen als ein klärendes Gespräch. Ach so, und Yvonne. Nein, natürlich hat sich Iris ihre Follower ganz alleine erarbeitet. Es interessieren sich eben sehr viele Argentinier und Inder für küchenpsychologische Kalendersprüche. Aber es geht um die Beziehung. Lass uns mal dabei bleiben. Also mein Mann sagt, er hat eine Beziehung mit ihr. Die dürfen sie aber nicht öffentlich machen, weil sie ja beide ins Dschungelcamp nächstes Jahr wollen. Das hat er so nicht gesagt. Also da war was? Nein, da war nichts. Und Peter hat das zugegeben? Nein, hat er auch nicht zugegeben. Nein. Er schreibt ja auch, ich liebe dich, ich will deinen Körper wieder spüren. Ja, aber deswegen braucht man keine Beziehung haben und ich habe es ja nicht geschrieben. Holy shit. Peter hat dir was anderes gesagt. Nein, hat er nicht. Er konnte mich nicht mehr in den Arm nehmen mit den Worten, er muss Yvonne treu sein. Sorry, aber die Geschichte ist wirklich völlig abstrus. Jeder weiß doch, was man braucht, damit man ins Dschungelcamp kommt. Entweder warst du bei Temptation Island oder du hast so viele Schulden, dass nur nicht mal Peter Zwegert Kapazitäten dafür hat, sich damit zu beschäftigen. Yvonne will einfach nicht richtig hier mit Infos rausrücken, damit die Gerüchteküche einfach schön weiterbrodelt. Ist wie so ein Rätselraten, dessen Ausgang eh schon lange erahnt wird. Oh Gott, ist Yvonne also bei den Öffentlich-Rechtlichen für die Vorabendkrimis verantwortlich? Der Kuss im Fahrstuhl. Da war kein Kuss im Fahrstuhl. Ruhig bitte. Doch, er hat nein. Also Ihre, nein. Du jetzt. Also warte. Das sind aber echte Emotionen, muss man sagen. Er war ja auch bei ihr auf dem Zimmer. Nein, war er nicht. Ist eine totale Lüge. Das hat er auch nie so gesagt. Also, zugegeben. Nein, hat er nicht so gesagt. Ist jetzt hier mal Ruhe, Moment. Sie lügt. Er wollte ja das ausziehen, weil Yvonne auf die Sicker ziehen will. Das hat er so nicht gesagt. Zu dem Interview nochmal. Als ich die Wölke angeschrieben habe, sie soll bitte die Finger von meinem Mann lassen, hat sie mir nie geantwortet. Wenn ich doch als Nebenbuhlerin oder als Ehebrecherin, was sie in meinen Augen ist, dann nehme ich Kontakt zu der Frau auf und sage, nee, wir sind nur befreundet. Ja. Also nach dem ganzen Gezanke, dem Durcheinandergerede und den Vorwürfen ohne richtige Beweise ist es jetzt natürlich schon so. Yvonne sitzt hier gerade auf dem Beichtstuhl und wird damit ordentlich vorgeführt. Das hat sie sich natürlich selber eingebrockt und sie sitzt auch freiwillig hier. Aber was auf jeden Fall bei diesem ganzen Gekeife hier deutlich wird. Peter Klein erzählt offensichtlich so viele verschiedene Halbwahrheiten und genau daraus bilden sich effekthascherische Spekulationen. Jürgen Trovato ist schon komplett empört, dass sie seinen Markenkern hier vorweggenommen haben. Sie hatte mich beleidigt auf tiefste und danach hat sie mich aber leider blockiert. Sei einfach Nein, mal du hast ehrlich. Mich blockiert. Doch, hast du. Du hast mich 2 Tage danach blockiert. Warum lügst du jetzt schon wieder? Ich packe schon wieder meinen neuen Freund an. Was soll das? Was für einen neuen Freund? Du hast jetzt immer, du hast einen neuen Freund und dabei ist der irgendwie vergeben, gibt's gar keinen. Oh, jetzt wird's böse. Yvonne kann schon provozieren, gell? Ja. Ja, aber die wird jeden Tag in ihren Storys missprovoziert und sagt dann, das ist nur Spaß. Ich provoziere nicht. Wer macht denn mich nach in den ganzen Storys? So wichtig bist du nicht, du Mehlgesicht. Jetzt wird's immer witziger. Naja, Leute, aber mit sogar geringstem parodistischem Talent kann man sehr erfolgreich sein. Matze Knob hat es damit sogar bis ins Fernsehen geschafft. Dass Olivia und Iris, dass die irgendwie hier so sind, das ist ja bekannt. Klar, hier geht's jetzt um Yvonne, aber dass Olivia nicht ein einziges Mal bei Mama Iris kritisch nachhakt, also das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen Quatsch. Jetzt bist du die Freundin von dem Ex-Mann von der Mutter von. Yay! Bravo! Du bist die Mutter von Dani. Bravo! Ich kann jetzt meinen Mann behalten und kann damit glücklich werden. Wow, was ist das bloß für eine Frau? Junge, ich kündige Netflix. Nur noch pro 27.15 Uhr. Iris, vielen, vielen Dank. Wir sitzen immer noch im Dunkeln.
Seit über 20 Jahren versuchst du inzwischen berühmt zu werden. Du warst immer das Plus Eins. Du hast mir mal eine Sprachnachricht geschickt. Ja. Olivia würde die Nachricht ganz sicher nicht ankündigen, wenn die nicht hochexplosiv ist. Das ewige Plus Eins kriegt sie aber auch hier echt von allen Seiten ab. Ich habe echt so das Gefühl, dass sie damit hier nicht gerechnet hat. Erst klaut ihres Kleinen ihr mal die Hälfte der Sendezeit. Jetzt fällt ihr auch noch das Promi-Klinkenputzen hier auf die Füße, wie Calvin Kleinen das Ibiza-Wochenende beim HPV-Infektionstest. Und du warst zu dem Zeitpunkt die Begleitperson von Janina Josefiani im Dschungelcamp. Das war ein Jahr, bevor du 2023 die Begleitung von Jamila Rowe im Dschungel warst. Du bist dir keiner Schuld bewusst. Dann hast du ja sicherlich auch kein Problem damit, wenn wir diese Sprachnachricht jetzt hier mal abspielen. Ich muss weg. Oh mein Gott, Mann, jetzt würde ich scheißen, Alter. Alter. Okay, kann ich Sie vorher hören? Nein. Wir können von Yvonne halten, was wir wollen, aber sie ist die einzige Frau Deutschlands, die es geschafft hat, das Dschungelcamp-Begleitpersonen-Ding hier zum Geschäftsmodell zu machen. Also an den Reaktionen der anderen merkt man, das hätte sie genauso treffen können. Wer in der Reality-TV-Welt keine anbietenden Sprachnachrichten an größere Promis verschickt hat, wer für die erste Hotel Versace-Karte. Abspielen! Hat sie gesagt ja? Ich hab Angst. Und ich fühle auch wirklich mit dir. Abspielen, ja oder nein? Ja! Ja! Ja, wir spielen es einfach ab. Geil! Ja. Sehr gut. Ist das krass, oder? Leute, was passiert hier? Die Nachricht hat sie schon eine ganze Weile bei sich auf dem Handy. Ich frage mich, warum sie die jetzt hier gerade erst in der Sendung ja veröffentlicht. Ich habe die Sprachnotiz über ein Jahr lang übersehen. Zwinker, zwinker. Ah ja, und ganz zufälligerweise zur Sendung hier passend hat Olivia die wieder gefunden. Aha, glauben wir. Ich liebe Olivia total. Yvonne wird aber hier gerade echt schon ganz schön vorgeführt von ihr. Völlig egal, wie sie sich entschieden hätte, sie hätte tatsächlich einfach nur verlieren können. Ist eine klassische Lose-Lose-Situation oder wie Leon Mascher sagt, eine Karriere als YouTuber und Rapper. Tapfer. Hallo Olivia, ich bin's, Yvonne. Sehr gerne würde ich auch in den Dschungel gehen. Aber bevor ich in den Dschungel gehe, möchte ich zu euch in die Show. Die Stunde danach, weil man redet immer von den Stars, aber von den Begleitern irgendwie nie. Ich habe so viel Scheiße gefressen, da möchte ich auch ein bisschen was Positives abhaben, ganz ehrlich. Sollten wir die ganze Story mit dem Wissen jetzt nochmal neu betrachten? What the? Also, sie wollte unbedingt da rein. Yvonne war zweimal als Begleiterin dabei, hat im Jahr zuvor, also vor diesem Peter Kleine, klar, Olivia schon gesagt, dass die Begleiter doch tatsächlich auch mal mehr im Fokus sein sollen. Sag mal, ist das unfassbar. Jetzt kann man natürlich sagen, sag mal, aber dann hätte sie es ja ein Jahr zuvor schon machen können. Wichtig, ne? Sie war ja die Begleiterin von Janina, die rausgeworfen wurde wegen diesem Busch-Skandal mit Linda, wir erinnern uns. Und natürlich hat da auch eine Yvonne keinen Bock darauf, in diesen ganzen Skandal hier verwickelt zu sein, weil der ist natürlich Gift. Entschuldigung, das kann alles kein Zufall sein. Rückkehr aus Australien. Am Flughafen wartet die Presse auf euch und es sieht nach einem Kuss aus. War aber kein Kuss. Aber dass ihr vor der Presse kuschelt. Na, guck mal, wer aber geradeaus in die Kamera guckt, ey, irgendwie. Als wenn die schon gesehen hätten und dann zack. Endlich reden alle über dich. Als das öffentliche Interesse verloren geht, du retuschierst auf einem Foto eine Person heraus. Es könnte sich dabei, ja, um Peter Klein handeln, aber es ist nur Dr. Bob. Ja. Das ist echt billig. Billige Nummer! Sie hatte mich da sehr provoziert und deshalb habe ich dieses Posting gemacht. Hauptsache, das Feuer lodert weiter. Mein Bild hat sich gerade noch mal komplett verändert. Weil ganz ehrlich, wir wissen doch alle, wenn man sowas wirklich beenden möchte und also nicht provozieren möchte, dann ist Ignoranz auf jeden Fall die beste Waffe. Ganz ehrlich, was soll denn das Gelaber von vorhin, dass sie total genervt ist davon? Okay, na, den ganzen Peter Klein-Hickhack kann ich ja noch ertragen, aber dass Dr. Bob aus einem Foto retuschiert wird, für einen wirklich billigen PR-Star, das ist eine bodenlose Frechheit. Yvonne, das ist so, als würde man den Heiligen Gral als Blumenvase verwenden. Das macht man einfach nicht. Team Klein, Team Wölke. Und natürlich werden immer fleißig die Boulevardmagazine markiert. Alter. Was? Und du gehst
vielleicht für den Erfolg nicht über Leichen, aber über Ehen. Für Fame muss man die Extrameile gehen. Hast es von der Begleitperson in die erste Reihe geschafft? Man glaubt es kaum. Und was war der Preis? Peter und Iris haben sich getrennt. Deine Ehe ist daran zerbrochen. Ist das alles die sogenannte Extrameile? Vielleicht wolltest du wirklich einfach nur bekannter werden. Und vielleicht auch auf Kosten anderer. Und hast so lange gestichelt, bis die kleine Ehe tot war. So, und jetzt kein Widerspruch von Yvonne. Nix. Ihr ist jedes Mittel für den Fame recht. Das haben wir jetzt, glaube ich, eindrucksvoll verstanden. Aber wie sehr muss man ihn wollen, wenn man irgendwelche Promi-Magazine in den Stories verlinkt? Dani Büchner macht es wenigstens persönlich, wenn sie mal wieder das Zelt vor der Punkt 12-Redaktion aufbaut. Du wirst bis morgen Mittag 30.000 Schritte laufen. Und weil du so auf die Extrameile stehst, gibt's von der Mutti noch 2.000 drauf. Boah, es war echt hart, muss ich sagen. Ich habe ihr vorher noch gesagt, vielleicht auf was sie achten soll. Argumentiere doch anders. Ich habe mich in der Situation unwohl gefühlt, eine Ehe eventuell an die Wand gefahren zu haben. Das wäre ein starkes, sehr, sehr fehlerfreies Argument gewesen und sie wäre nahbar gewesen. Dass jetzt alles nur ein Zufall ist, da glaube ich auch nicht dran. Inwieweit sie das gelenkt hat oder das gewollt hat mit Peter, das weiß ich nicht. Wo sind wir hier gelandet? Wie Mike hier einfach Manipulationstipps aus dem Hinterhalt gibt zum besseren Lügen. Und wer bitte soll ihm jetzt diese geläuterte Nummer dann noch abkaufen? Der ist wirklich nur noch 2, 3 wenige Geschäftskontakte von einer Festanstellung bei einer Unternehmensberatung entfernt. Ich glaube, jeder hat sich schon gefragt, Mann, wo bin ich hier gelandet? Es ist so scheiße hier, Alter. Wirklich, es ist... Schön tief reinschieben. Also 32.000 Schritte sind schon echt viel. Vor allem, wenn man einfach nur steht. Ich muss noch 28.000. Sag mal, meint ihr, wir sehen das Schummeln nicht? Liebe Yvonne, du konntest die symbolische Buße nicht erfüllen. Deshalb wird das ganze Team bestraft. Scheiße. Verabschiedet euch bis zum Ende eures Aufenthaltes von Kaffee. Sorry. Nee. Das tut mir weh. Klar bin ich wieder schuld, gar keine Frage. So ist das Spiel, fertig, aus die Maus. Kaffeeentzug ist auf jeden Fall hart, aber Yvonne hat halt die Strafe nicht nur nicht geschafft, sondern sie hat auch noch geschummelt. Als Strafe wollten sie eigentlich den Iris kleinen Videocall hier im Camp als Dauerschleife abspielen. Allerdings war natürlich die Gefahr zu groß, dass wir Zuschauer nach ca. 30 Sekunden panisch abschalten. Ist irgendwie schon auch bitter und bezeichnend, wenn Bauer Patrick auf diese Kaffeestrafe eine emotionalere Reaktion zeigt als auf die Bilder von Antonia. Das erste Bestrafungsspiel steht an. In dem Verliererteam drohen harte Konsequenzen. Leute, ich muss aus der Sonne. Heute müsst ihr Dosen stapeln. Die Dosen müsst ihr über einen schmalen Balken tragen. Dabei darf das andere Team euch aber mit Sandsäcken abwerfen. Hab dich mal im Griff. Da hab ich keinen Bock drauf. Da ist bei mir Endstufe. Du fässt mich nicht an. Leon, fass mich nicht an. Ey, Michael, entspann dich mal, ey. Entspann du dich, fass mich nicht an. Irgendwas Hohles, hängende Säcke und am Ende geht's in dreckiges Wasser. Hört sich jetzt erstmal gar nicht so nach dem Spiel an, sondern eher nach jedem Date bei der Bachelorette. Läuft richtig, richtig gut, die Resozialisierung von Mike. Come on, Leon hat den da jetzt irgendwie im Spiel so ein bisschen geschubst. Mike ist auf jeden Fall dünnhäutiger als die Linken, wenn irgendjemand Sarah sagt. Wir müssen sofort duschen. Mhm. Bevor die Strafe ist, keiner darf duschen. Dusch halt mit zum Eimer. Hey! Eure Bestrafung ist es, bis auf Weiteres euer eigenes Päckchen zu tragen. Du, in 3 Tagen bin ich hier umgehangen. Strafpakete gefüllt mit Sand, denn die Schuld wiegt schwer. Das ist doch total dämlich, sowas. Die Verlierer sind Erik, Patrick, Dani, Christine und Leon. Das wissen wir natürlich, aber wer hat das Spiel verloren? Als Strafe müssen sie jetzt Pakete mit Sand rumschleppen. Ist natürlich nicht so geil, aber es hätte auch auf jeden Fall schlimmer kommen können. Die Pakete hätten auch einfach mit den Nachrichten der Shitstorms gefüllt werden können, die sie alle schon hatten. Aber so große Pakete werden leider nirgendwo hergestellt. Hä? Was passiert denn hier? Keine Ahnung. Da kommt jemand! Ich hab gehört, das Beste kommt zum Schluss. Gott, steh uns bei.
Oh, alles klar. Krawallbürste Emmy kommt jetzt noch mit dazu. Sie ist übrigens der zweite Teil der Bestrafung für die ganze Gruppe, weil Yvonne das mit den 32.000 Schritten nicht geschafft hat. Viel Spaß bei dem asozialsten Blockbuster. Das ist purer Hass. Hast du nicht kapiert, in welcher Sendung wir sind? Was ist denn hier der Anstand und Respekt? Hast du mich gerade als Prostituierte beleidigt? Nein, ich mach das nicht, Leute. Ich kann dir nichts glauben. Ja, guck dich selber an. Nächste Woche erklären wir also, welcher Promi sein Verhalten wirklich bereut. Glaube ich, niemand. Ihr müsst ein Abo mit Glocke da lassen. Da gibt's ja auch gerade ein Community-Shirt dafür. Wie es geht, steht in der Beschreibung. Wenn euch das Promi-Büsen auch so gut gefällt, Handy rausholen und mein Video einfach per WhatsApp mit jemandem teilen, wo ihr sagt, hier, wird dem oder der auch gut gefallen. Runde der Schande von Yvonne. War das zu krass oder war es genau richtig? Ich freue mich mega auf eure Kommentare. Ich brauche eure Hilfe. Klickt unbedingt auf den Link in der Beschreibung, der zur ganzen Folge führt. Lasst uns den Join-Server zum Glühen bringen, damit wir uns hier mehr Promi-Büsen angucken können. Danke. Wenn die Folge 2 da ist, verlinke ich euch die natürlich hier. Und falls ihr den hochpeinlichen Liebesbrief von Alex im Sommerhaus nicht gesehen habt, der ist hier. Donnerstag 20.15 Uhr, das Promi-Büsen auf ProSieben. Und bis dahin sehen wir uns hier.